liebe Freunde, herzlich willkommen bei Andreas Liedbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Heute ganz schnell, ruckzuck, kurz und knapp, Motivationsklick Nummer 2. Motivation Teil 2. Ihr habt letztes Mal mitbekommen, beziehungsweise wenn ihr nicht zugeschaut habt, dann schaut mal in die Playlist. Der erste ist Motivationsteil 1, den solltet ihr euch anschauen. Wichtig zum Einstieg zum Thema Motivation, da geht es ums Zeitmanagement. Da habe ich noch einen kleinen Nachtrag dafür, Thema Zeitmanagement. Da ist es folgendes, wenn ihr eingetragen habt, wie oft ihr pro Woche trainieren geht, das heißt sonntags setzt euren Kalender, guckt den an, sagt dienstags, donnerstags, samstags gehe ich trainieren. Ihr tragt eure Zeit ein, zum Beispiel morgen 6.30 Uhr bis 8 Uhr 90 Minuten, ist auch eingetragen, dann tragt ihr noch euer langes Ziel ein, dass ihr das Ganze mindestens erstmal für den ersten Step für die nächsten 12 Wochen so machen wollt. Und jetzt kommt's, ganz wichtig, ihr braucht einen Trainingsplan. Warum? Ganz einfach, wenn ihr ins Fitnessstudio geht und ihr wisst nicht, was ihr trainieren sollt, wenn ihr keine Struktur drin habt, auch wieder. Struktur im Trainingsplan, was muss ich überhaupt trainieren, was möchte ich überhaupt erreichen? Fettstoffwechsel, Muskelaufbau, größere Hupen, dickere Beine, Mordsbizep, schlanken Bauch, das muss alles irgendwo fixiert werden. Ohne Plan funktioniert es nicht. Warum? Selbst der Afrikaner im tiefsten Afrika, der baut sein Hütchen auf und hat einen Plan im Kopf, wie das Ding aussehen soll, damit es funktioniert, damit es stehen bleibt. Und genauso braucht ihr auch einen Plan. Kurzer Nachtrag. So, weiter geht's. Motivation Teil 2. So, was ganz wichtig ist, Freunde. Das ist wirklich der Punkt 2 für mich. Das ist einfach die Erfahrung, die ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe, dass genau dieser Punkt hilft. Was ist das? Das ist Visualisierung. Visualisierung eures Zieles. Wie möchtest du aussehen? Alexander zum Beispiel oder Gabi. Wie möchtest du aussehen? Was hast du vor? Wo möchtest du hinkommen? Möchtest du abnehmen? Möchtest du zunehmen? Das sind alles Dinge, die habt ihr schon mal im Kopf. So, und jetzt geht's los. Gut, wichtig ist natürlich immer, dass ihr euch ein realistisches Ziel setzt, eine realistische Visualisierung. Das bedeutet, wenn ich 1,60 Meter groß bin, so ein Schmalhans mit so ganz dünnen Armgelenkchen und so ganz kleinen dünnen Schulterchen und dann möchte ich aussehen wie Hulk mit 2 Metern, das wird ein bisschen schwierig, das ist ein bisschen unrealistisch. Oder ich bin von Natur aus die etwas kräftigere Dame, die Dame, die natürlich ja, schön kräftig ist, ja, wo alles eben da ist, wo es hingehört. So eine richtig kräftige Frau, schön kuschelig und hat natürlich auch ein bisschen kräftigere Beine. Und die sagt, ja, ich möchte aus den Ballerina. Das funktioniert nicht. Das wird ein Ziel sein, das ist nicht realistisch. Das können wir gleich sein lassen. Also realistisches Ziel raussuchen. Ihr googelt mal ein bisschen nach, da gibt es jemanden, das sieht gut aus, das druckt aus, sieht das gutes Bild, passt ein bisschen zu euch. So, und dieses Bild macht ihr euch auf dem Computer als Desktop, ihr macht euch aufs Handy als Hintergrundbild, ihr druckt euch das aus, hängt es in den Kühlschrank, hängt es ins Bad, an den Spiegel, so dass ihr immer wieder an euer Vorhaben erinnern werdet und wie ihr mal zum Beispiel im halben Jahr aussehen werdet. Ja, ihr werdet so aussehen, nicht ihr wollt so aussehen, ihr werdet so aussehen. Mal gleich mal richtig ankern. So, oder wenn ihr natürlich zu kräftig seid, habt schon 20 Kilo zugenommen, das heißt die letzten 20 Jahre haben so ihre Spuren hinterlassen, dann habt ihr vielleicht noch irgendwo ein Bild am Strand, im Urlaub, vor 15 Jahren, Gärtchen schlank, hübsch, sexy, wie immer. Ja, und dieses Bild findet ihr gut und das sagt, okay, das ist realistisch, das könnte ich wieder erreichen, weil damals habe ich auch Sport gemacht und habe mich gesünder ernährt. Und jetzt habe ich mich 20 Jahre gehen lassen oder 15 Jahre. Das kriege ich wieder hin. Druckt euch das Bild aus, hängt es wieder ins Bad, an den Kühlschrank, auf dem Hintergrund, am Handy, auf dem Rechner, überall da, wo ihr gehen steht, damit erinnert wird, was ihr erreichen wollt. Gut. Oder, ihr lieben Ladies, ihr habt doch manchmal schon so 1-2 Jahre, wo ihr mal 5, 6, 7, 8, 9 Kilo zunimmt. Und dann habt ihr doch tolle Kleider im Schrank, Hosen zum Beispiel. Die haben schon mal gepasst. Was macht ihr mit den Hosen? Hosen raus, aufs Bett legen, Bluse zu, abfotografieren und ihr habt noch ein Bild in den Kleidern und das ist euer visualisiertes Ziel. Da wollt ihr hin. Also, ich schreibe es nochmal. Visualisieren, Freunde. Visualisieren. Habe ich es richtig geschrieben? Ich hoffe es. Ja. Das wäre Motivationsklick Nummer 2, ihr Lieben.
Demnächst geht es weiter mit dem Thema Motivation. Lasst euch überraschen, bleibt am Ball. Und nicht vergessen, Teil 1 angucken.